wir halten mal kurz an. Der Till hat eine super Veranstaltung gemacht und Luxuskarossen ohne Ende, Audis, ne, als Shuttles. Super viele Stars, aber seht selbst. Also wenn ich nicht in der Kurve rausfliege in den See rein, dann werde ich gewinnen. Mal sehen, also es gibt jetzt ein Trockentraining, das heißt nur mit dem Skido, Schlitten, keine Hunde. Und mal sehen, wie oft ich rausfalle. Weiß nicht, die Spannung bleibt, ich freue mich auf die Hunde mehr wie auf den Skido. Und ich werde gewinnen. Ja, okay, mein Name ist Tino, ich komme aus Thüringen. Ich begleite diesen Tirol Cross Mountain jetzt das fünfte Jahr. Und meine Aufgabe ist es heute hier mit den Gästen, die Hunde quasi vorzustellen, die Hunde vorzubereiten auf das Rennen und den Leuten einen Bezug zum Tier zu geben. Man stellt sie auf den Schlitten drauf, die Hunde fahren los und dann hoffen wir, dass sie möglichst schnell sind. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Wir arbeiten mit Tieren und nicht mit Maschinen. Du brauchst ein sehr gutes Herz. Du musst gut sein zu den Hunden, du musst hart trainieren, du musst bei jedem Wetter rausgehen, du musst viermal in der Woche trainieren, du brauchst ein gutes Futter, du brauchst einen guten Plan. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Trainer von der Fußballmannschaft. Also heute Morgen sind wir erstmal um 10 Uhr hier auf den Platz gefahren, haben die Hunde kennengelernt, was ein wirklich tolles Erlebnis war. Dann haben wir mal den Schlitten, der steht dort, besichtigt und auch schon mal in, nicht nur in Augenschein genommen, sondern auch mal draufgestanden und ein bisschen geübt. Das ist ja ein super leichtes Teil. Carbon versteht sich ja Hightech. Hunde sind gut drauf, unheimlich liebe Tiere. Hier ist der Weltmeister, da ist er. Und wir bekommen hier eine Einweisung vom Allerfeinsten. Also mehr geht einfach nicht. Und wenn wir fertig sind, kaufen wir alle Huskies. Glaube ich, richtig gut. Also gewonnen habe ich nicht. Bis jetzt bin ich Zweiter. Aber die Messen sind noch nicht gelesen. Also vielleicht überholt mich noch jemand. Vielleicht ist noch jemand schneller als ich. Ja, in der Höhe ist schon ein bisschen schwieriger, die Leute zu trainieren. Ich glaube, heute lag es eher so ein bisschen an der Motivation wahrscheinlich. Sich dann wirklich vorher nochmal zu bewegen, ist einfach was anderes. Also die meisten, ist schon besser, wenn man aufgewärmt an den Start geht. Die meisten stellen sich einfach drauf und denken, jetzt fahren wir mal los. Also ich glaube, dem einen oder anderen haben wir vielleicht einen Gefallen getan, dass wir sie doch vorher so ein bisschen motiviert haben und gesagt haben, bewegt euch. Weil da ist vielleicht der Muskelkater nicht ganz so stark, weil wenn man die ganze Zeit in der Tiefhocke ist, das ist schon echt anspruchsvoll für die Muskulatur. Danke an die Hunde, ganz wichtig, die lassen sich gerne knuddeln, die menschenfreundlichen Siberian Huskies. Das ist auch anstrengend, das hätte ich nicht gedacht, aber die Höhe macht sich doch bemerkbar. Ich habe halt versucht, viel mitzufahren und ich habe sogar einen überholt. Ziemlich fertig, aber irgendwie auch entspannt. Also ich kann Schlittenhunderennen nur jedem empfehlen, wenn du einen schönen Schlitten und ein paar gute Hunde hast und du ein bisschen mitarbeitest. Jetzt wird allerdings ein bisschen relaxed, ein bisschen Sauna, ein bisschen was trinken und dann heute Abend richtig Party. Thank you.
Also ich bin dieses Jahr das erste Mal dabei und muss jetzt schon sagen, es ist wundervoll. Till hat diesen Event wirklich klasse gemacht. Jede Form der Unterstützung bringt was. Man darf überhaupt nicht aufhören zu helfen. Ich weiß, es ist manchmal eine Überdosis, dass man sagt, okay, in jede Richtung braucht es irgendwo eine kleine Unterstützung. Es ist einfach so, dass es Momente gibt, wo es einfach so geballt auf einen zukommt. Aber es gibt so viele bedürftige Menschen da draußen und man darf eigentlich nie aufhören. Die Leute kennen sich untereinander, man kann auch auf persönliche Wünsche noch eingehen. Und bei diesen Voraussetzungen sind auch solche wunderbare Veranstaltungen wie Tirol Cross Mountain möglich, organisatorisch perfekt, und es kommt auch die entsprechende Stimmung an. Man darf salopp sagen, natürliches Doping. Zufriedene Partner und das Strahlen in den Augen meiner Gäste ist für mich der größte Dank für all die Mühe und Strapazen, die so ein Tirol Cross Mountain dann doch bedeuten. Also, das war das fünfte Tirol Cross Mountain. Ich freue mich auf die Neuauflage im Dezember 2014.